Grüezi miteinander, mein Name ist Simon Kunz von der Firma Wegetechnik. Ich darf euch hier bei der Firma Keubreder heute mal zeigen, wie man so eine Folie klebt. In aller Regel haben wir ja sehr häufig ein bisschen ungleichmäßige Formen im Teich. Und wenn ich dann eine viereckige Blache habe, Folie habe und die rein tue, dann habe ich ja nachher überall Rümpfe. Und heute geht es darum, dass man die sogenannten Falten mal einmal würde zeigen, wie man die kleben. Dazu brauchen wir natürlich die Folie, die verleiht ist. Wir brauchen einmal den Schleifschwamm und den Halter dafür. Dann brauchen wir natürlich den sogenannten Folienprimer von der Firma Firestone. Immer auch den Primer verwenden, der zu der jeweiligen Folie passt. Nicht ein Fremdfabrikat. Dann brauchen wir ganz wichtig, immer wieder bei den Folienarbeiten einen weißen Stift, dass wir auch anzeichnen können und wissen, wo wir durchkleben müssen. Und dann natürlich noch eine Rolle, wo wir den Anpressdruck der Vulkanisation in Gang setzen können. So. Jetzt nehmen wir mal unsere hypothetische Falte. Sagen wir mal, der Falte, nachdem wir ihn schön zweckgezogen haben, ist da. Und unser Teichrand wäre jetzt eigentlich hier in diesem Bereich hier oben. Wenn wir hier den Falten schön parat gemacht haben und alle Anschlüsse natürlich schon angeflanscht haben, gehen wir eigentlich an die Folie. Dass ich, wenn ich hier primere, muss ich das ja können umlegen, dass ich hier den Primer hin tun kann. Für das ich nicht die ganze Folie muss voll sabbern muss, würde ich sagen, tun wir hier mal eine anzeichnen. Dann geht man mit dem weißen Stift hin, tut sich das markieren. Nachdem man es markiert hat, tut man die Folien aufklappen, den Falten. Und jetzt sind wir eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite und hier wollen wir primeren. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir im oberen Bereich einen Kapillaren haben. Also sprich, die Folien ist zu und es zieht man zwischen den Folien das Wasser rauf. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man im oberen Bereich des Randabschlusses wirklich vollflächig klebt, dass man die sogenannten Kapillaren geschlossen hat. Wir brauchen ein Kübel, dass wir unseren Schleifschwamm drin tunken können. Dann tun wir den Primer rein. Immer nur so viel Primer rein tun, wie ihr auch innerhalb von 10 Minuten, 40 Stunden verbauen könnt. Lieber immer wieder nachher tun, dann könnt ihr sicher sein, dass das auch funktioniert. Dann haben wir hier den Schleifschwamm, den gut anpressen, dass er sauber hält. Dann ist es wichtig, nicht einfach irgendwie umreiben, sondern wir reden immer von dreimal, also eine ist rauf, runter, rauf. Und nachher gehen wir nochmal dreimal seitwärts. Wenn ihr zu viel mal tut, nützt es nichts. Und irgendeinmal tut ihr die Folie dermassen aufrauen, dass wirklich keine Vulkanisation mehr stattfindet. Also, wir nehmen da. Dann machen wir hier. Machen. Eins, zwei, drei. Ich tunke noch einmal. Und mache dasselbe hier oben nochmal. Und jetzt schaue ich wirklich, dass ich hier beim Randabschluss das wirklich sauber hier oben habe. Und jetzt sehen wir hier eigentlich, haben wir vorne zugemacht und wir haben hier oben zugemacht. Und hier oben, das ist die wichtigste Stelle, wo nachher das Wasser rausgehen würde, wenn die Folie aneinander nicht geklebt ist. Nachdem wir den Primer drauf hat, je nach Witterung geht es etwas schneller, etwas weniger schnell. Wir haben jetzt momentan etwa 25 Grad, dann geht das relativ schnell. Ihr seht, ich drücke mit dem Finger drauf und zwar aus dem folgenden Grund, es darf keine Fäden mehr ziehen. Da, wo es mehr Primer hat, haben wir Fäden, die es zieht. Das darf es nicht, es muss wirklich trocken sein. Ja. Und die Stelle, die ich vulkanisieren will, die ist jetzt trocken. Dann gehen wir wieder rum und legen die Folie, so wie wir sie angezeichnet haben, eigentlich wieder drauf. Und dann drücken wir sie mal von Hand andrücken. Und dann ist die wichtigste Arbeit nach dem Andrücken von Hand, wir nehmen das Röhrchen und arbeiten wirklich mit Druck, schaffen, dass wir eigentlich keine Luft drin haben und auch die Klebstelle nachher absolut sauber hält. So. Wenn wir das gemacht haben, kann man an die nächste Falte hin und wieder ausarbeiten. Ihr seht, das ist zugfest, also hier kann ich ziehen wie verrückt. Und so soll es eigentlich sein. Und da oben sind wir zu von den Kapillaren, da kann kein Wasser mehr dahinter.
Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Thank you.